In der Zeit Mai-Juni blühen die Heckenrosen, woraus dann im Herbst Hagebutten entstehen. Und aus den Blüten werden wir heute mal was zaubern. Ich habe mir einige dieser Blüten besorgt. Dort seht ihr sie drapiert. Sie duften wirklich extrem blumig und süßlich. Werden sie jetzt trocknen, so auf dem Backblech bei 50 bis 60 Grad. Ich mache es im Backofen. Der Automat klappt aber ganz genauso, je nachdem, wie ihr so mit Mengen klarkommt. Das machen wir jetzt stundenlang, so lange, bis sich die Blüten ja sehr, sehr trocken anfühlen und man sie zu Pulver verarbeiten kann. Sieht dann so wie hier aus. Sie sind ein bisschen zusammengeschrumpelt. Die Flüssigkeit ist verschwunden. Ich nehme mal plakativ hier so ein Blättchen für euch in die Hand und werde es mal für euch ein bisschen zerbröseln, damit man auch erkennt, was ich mit staubtrocken meine. So schaut es aus. Und in einem kleinen Küchengerät werden wir es jetzt zu Pulver verarbeiten. So sieht es dann aus. Gehen wir mit dem Löffel durch. Dieses Pulver werden wir jetzt gleich mit Salz zusammengeben, um unser Heckenrosensalz final schon hergestellt zu haben. Klappt natürlich auch mit anderen Dingen. Es muss jetzt nicht hier Heckenrosenblütenpulver sein. Das geht auch mit anderen Dingen. Da sage ich nochmal sofort was zu. Aber erstmal bringen wir jetzt dieses Pulver mit dem Salz zum Heckenrosensalz zusammen. Ganz easy halt alles. Habe jetzt hier eine kleine Dose, einfach weil man das dann besser zusammenbringen kann, indem man es mit dem Deckel drauf schüttelt. Da muss man nicht stundenlang umrühren. Ja, und nach kurzer Zeit sieht es dann so aus. Wie gesagt, ihr könnt statt Heckenrosen auch andere Blumen verwenden, wie ihr wollt, um das Salz zu aromatisieren. Kräuter, Rosmarin, Thymian oder Speck oder Zitronenschale und Orangenschale. Seid einfach kreativ. Jetzt mal abgefüllt, macht sich auch als Präsent, als Mitbringsel immer super. Wird sich darüber gefreut. Werdet kreativ, lasst euch was einfallen, wie ihr euer Salz aromatisieren wollt. Und ja, wie immer bleibt mir am Ende nur zu sagen: Bon Appetit!